Yo Leute, zurück bei Red Faction Armageddon und ich hab mir gedacht, komm, weißt du was, ein Part, der geht noch und ja, nach diesem letzten Fail-Part muss man ja schon ein bisschen wieder rausholen, sag ich mal. Think anyone's alive up there? You wanna check? Not really. Who's that? Hopefully bad wiring. I'll let you know when it's safe. Roger that. Das bringt's auf jeden Fall total. Naja, okay, wir gucken uns um. Und machen wieder alles möglich kaputt. Ja, eigentlich sind wir in diesem Spiel der am meisten kaputt macht, muss man ja mal sagen. Und irgendwie stören wir ja auch die Aliens, aber die Aliens sind die Bösen. Mehr oder weniger. Wow. Knapp, Junge, knapp. Na, kommt. Und tschüss. Warum sind denn da jetzt wieder so ein paar? Das finde ich aber scheiße. Geil wäre auch so eine Druckwelle für eine Waffe. Also irgendwie so eine Sekundärfunktion, wo man dann einfach so eine Druckwelle abballert. Boah, das wäre auch fett. Übrigens, diese Waffe, die ich in einem der letzten Parts meinte, als so ganz viel Zeug rumgeflogen ist, die Waffe hieß Nanogewehr im letzten Teil. Und ja, die war nicht schlecht. Ich muss sagen, ich persönlich habe die kaum benutzt, weil es ist halt schon, man muss einfach ganz klar sagen, wie es ist. Es ist wirksamer, wenn man mit was Großem, Bummigem, keine Ahnung, mit was Großem Explosiven ankommt, als wenn man dann hier hingeht und irgendwie, naja, ich sag mal, mit einem Sniper ist das ja schon fast ankommt. Ach, hier ist wieder so verbesserungsmäßig unterwegs. Und tschüss. Was war denn das für eine Scheiße? Da unten ist ein Nest, sehe ich das richtig? Dann war das jetzt da mal ein Nest. Alter, ist das geil. Tschüss. Oder auch nicht. Das war jetzt wohl das Uncoolste überhaupt. Hau ab da! Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Habt ihr das gesehen? Der hat richtig geglitscht. Und Bart, er nimmt einfach noch das Nest mit. Ist auch geil. Komm rein da. Oh nein, wartet. Abbrechen. Abflug. Ich will das hier zum Einsturz bringen. Ah, da ist ein explosives Fass. Oh, drei explosive Fässer. Abflug, du. Wie? Er will nicht. Er will es nicht. Bam, Junge. Geil, haust du Marsch. Ich finde, dafür, dass man hier mehr oder weniger nur in der Höhle ist bis jetzt. Also gut, am Anfang war man ja auch draußen. Aber jetzt gerade so ist schon eher so höhlenmäßig unterwegs. Und trotzdem ist echt viel kaputt zu machen. Was ist das hier? Oh, ein Mech-Anzug ist auch geil. Läuft jetzt. Jetzt gefällt mir das Spiel noch besser. Ah, guck dir das an, herrlich. Haben wir. Wir haben Raketen. Ja, gut, das Spiel ist geil. Das Spiel ist einfach geil. Was willst du sagen? Mit Q können wir durch Hindernisse stürmen. Oh, geil. Ha, das ist ja genial. Also wirklich. Geil, geil, geil.
Bam! Ha, das ist so herrlich. Ich liebe es. Ich glaube echt, wenn ich das mit Guerilla einigermaßen hinbekomme. Was schießt denn da auf mich? Keine Ahnung. Wenn ich das mit Guerilla einigermaßen hinbekomme, kann ich euch auch gerne mal Guerilla bringen. Also Let's Play technisch. Allerdings, ne, das dauert halt noch ein bisschen, weil ich muss das auch erstmal hinkriegen. Und vor allem, ich will das jetzt auch nicht direkt im Anschluss spielen. Wäre vielleicht eigentlich die beste Situation oder Ausgangssituation. Allerdings ist das jetzt auch nicht schon so perfekt, weil ja, piss dich, weil ja das hier schon der Nachfolger von Guerilla ist. Deswegen gäbe es da vielleicht bessere Anlässe. Ich weiß, ich muss das nicht kaputt machen. Kann man, ach so, so kann man nur sprinten, okay. Ich dachte jetzt vielleicht kann man noch mal irgendwie schneller rennen, aber warum sind das jetzt nicht runtergekracht? Bam! Herrlich. Ich finde ein bisschen schade, dass man diese Schockwelle nicht in diesem Anzug machen kann. Du schon wieder. Wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Hä? Sollst die anvisieren und abballern? Ah. Okay, im Arsch. Und die sind auch im Arsch. Ach, hier ist noch eins. Ah, und jetzt habe ich dieses Magnetgewehr nicht. Wäre natürlich auch super. Abflug. Kann ich da nicht drüber laufen? Nein, kann ich nicht. Man fühlt sich so ein bisschen in den Titan versetzt, muss ich sagen, von Titanfall. Alles zerstört. Übrigens freue ich mich so krass auf Titanfall. Ich bin wirklich, also ich muss zugeben, ich bin ein Shooter-Spieler. Ich glaube, das merkt man auch. Und ich liebe es, wenn mal was Neues kommt, was Shooter angeht. Und Titanfall fühlt sich so neu und ja, so unverbraucht, hört sich richtig behindert an, aber das ist tatsächlich so. Das fühlt sich wirklich sehr unverbraucht an und ja, so jungfreundlich. Vor allem, es ist das erste Spiel, wo ich mich wirklich von Herzen auf die Karten freue. Ich muss sagen, also bei Call of Duty, naja, freuen tue ich mich nicht. Ich spiele es halt, weil ich weiß nicht, ich spiele Call of Duty schon seit Teil 4, beziehungsweise genau genommen habe ich mit Teil 1 angefangen, aber ich habe natürlich nicht zu der Zeit, als Call of Duty 1 rauskam, Call of Duty gespielt, aber ich habe halt so richtig aktiv, natürlich mit Multiplayer und so, war halt ganz klar Call of Duty 4 und ich muss sagen, Call of Duty 4 ist tatsächlich auch noch mit eins der besten Spiele von Call of Duty. Allerdings nicht mehr heutzutage. Weil heutzutage ist Call of Duty 4 eigentlich so, in Klammern heißt es Hack, könnte man so sagen. Also, das ist wirklich sehr schade, aber es ist halt leider so. Und, was gibt's noch? Ich überlege gerade, was für Shooter mir so wirklich richtig gut gefallen. Also natürlich Battlefield ist auch sowas. Ich bin keiner von diesen Leuten, die dann irgendwie sagen, ey, Call of Duty ist geiler als Battlefield oder Battlefield ist geiler als Call of Duty und so. Ich persönlich finde das totaler Schwachsinn. Die Spiele kann man nicht miteinander vergleichen. Also nicht mal, wenn man sagen würde, man vergleicht den Team Deathmatch Modus von Battlefield mit dem Team Deathmatch Modus von Call of Duty. Das geht nicht. Das sind zwar zwei Ego-Shooter, aber das sind halt im Grunde sind es ja andere Spiele. Also Call of Duty ist eher so, ich renne jetzt vor und ich versuche wirklich alles platt zu machen. Und meistens hast du genau damit auch Erfolg. Was ist das da?
weiß ich nicht, gucke ich gleich. Aber bei Battlefield ist es halt so, das ist eher so der Taktik-Shooter. Natürlich gibt es auch Modi in Battlefield, wo man einfach hingehen kann. Ah, ha, 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 ha. Da springe ich doch nicht runter, ich bin doch nicht blöd. wo man dann einfach hingehen kann und wirklich reinballern kann, bis alles im Arsch ist und so. Das geht natürlich auch, ist klar. Aber das ist halt eigentlich nicht Sinn der Sache bei Battlefield. Okay, das brauchen wir scheinbar. Und deswegen, meiner Meinung nach, kann man die Spiele nicht vergleichen. So, was ist das hier? Ach, das ist dieser Waffenschrank. Okay, ja. Ist doch alles noch relativ voll. Haben wir nicht genug, um uns zu verbessern. Schade. Aber auszuhalten. Der Mac ist schon geil. Pisst euch! Ach, so einer wieder. Wer zieht euch? Der lebt schon gar nicht mehr. Und tschüss. Das war's jetzt. Ah, wohl. Scheiße! Ich bin nicht auf der Gondel. Oh mein Gott, bin ich ein Lauch, Alter. Das ist doch unglaublich. Wie ich dann einfach nicht auf der Gondel bin. Ich bin so der King. Jetzt mal kurz wieder ein bisschen kaputt machen hier. So. Nochmal kurz hier dran und da. Ach, da können wir ja immer noch nichts kaufen. Haben wir Gondel aktivieren. Und ab geht der Peter. Wie das Auto gerade einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist, ist auch geil. Granaten, sag ich, Raketen. Jetzt muss ich nur dran denken, auch auf die Gondel zu gehen. Aber das wird schon wohl. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ich glaube, die Entwickler haben nicht damit gerechnet, dass man den Mech-Anzug mitnimmt. Weil hier liegt überall Munition, aber die brauchen wir ja gar nicht. Abflug. Oh, da unten sind scheinbar auch noch welche gewesen. Lenkraketen sind schon was Schönes. Wieso ist der jetzt nicht tot? Lenkraketen sind nur schön, wenn sie auch treffen. Abflug. Perfekt. So. Perfekt. Läuft doch. Also eigentlich kann man sich gar nicht beschweren. Aber ich glaube, also was ich heute gesehen habe in der GameStar Review von dem Spiel. Da wurde auch gesagt, dass dieser Mech-Anzug extremst overpowered sein soll. Also der hält wirklich wohl alles aus. Und bis jetzt kann ich das nur bestätigen. Hä? Wo ist denn hier einer? Einfach mal vorab schießen wir schon Raketen hin. Und eigentlich müsste ich mal einen Schnitt machen. Oh.
Aber wir sind ja jetzt gleich da. Dann werden wir wahrscheinlich Barschrott ohne Ende haben und einen Checkpoint. Oh. Raus aus der Gondel. Okay, Checkpoint erreicht. Das ist perfekt, weil dann mache ich jetzt einen Schnitt. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.